Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich dir eine Klausur zum Thema Elektrostatik zeigen bzw. vorrechnen, um einfach mal zu sehen, wie das funktioniert und wie die Aufgaben, wie man das so macht. Und dabei lernst du auch hoffentlich so ein bisschen, nicht nur wie man an die Aufgaben rangeht, sondern auch ein bisschen was über Elektrostatik. Dazu habe ich hier eine meiner Klausuren, die ich mal vor kurzer Zeit habe schreiben lassen. Und fangen wir an. In der ersten Aufgabe geht es darum, die Coulombkraft zu berechnen. In einem frühen Modell des Wasserstoffatoms stellte man sich vor, dass ein Elektron sich gleichförmig auf einer Kreisbahn mit dem Radius um den Kern des Wasserstoffatoms kreist. Der Kern besteht aus einem Proton mit der Ladung. Berechne die Coulombkraft zwischen Kern und Elektron. Naja, das ist jetzt nicht knifflig. Man kann sich immer auch gegeben und gesucht hinschreiben, beziehungsweise das spare ich mir hier. Ich muss ja noch nicht mal umrechnen, weil das alles schon in den SI-Einheiten angegeben ist. Also dann Coulomb-Formel ist klar, 1 durch 4 Pi Epsilon 0 mal, und dann habe ich zwei Ladungen, Q1 mal Q2 durch R Quadrat. Ja, dann kann ich auch schon direkt dazu übergehen, hier Zahlen einsetzen zu wollen. Da wird mit Sicherheit Newton rauskommen. Und habe ich hier 4 mal Pi mal gut Epsilon 0. Das weiß eigentlich der Taschenrechner, aber ich kann es ja mal hier hinschreiben. 8,85 müssten das sein. Mal 10 hoch minus 12. Einheit kann ich jetzt weglassen, weil ich hier hinten schon Newton hingeschrieben habe. R Quadrat muss in Meter eingesetzt werden, steht aber hier schon in Meter, 5,29 mal 10 hoch minus 11. Und ganz wichtig, häufigster Fehler, das war quadratisch. Und oben habe ich jetzt noch die beiden Q's. Das eine ist mit Minus, das andere ist mit einem Plus davor. Das heißt, ich habe hier einfach ein Minus und 1,6 mal 10 hoch minus 19 Quadrat. Ja, jetzt kommt der Teil, wo ich den Taschenrechner bemühe. Das heißt, ich sage, ist gleich. Also, so wie es im Prinzip da steht, ich sage Bruchstrich minus, Klammer auf, 1,6 mal 10 hoch minus 19, Klammer zu, Quadrat, und unten geht es weiter mit 4 mal Pi mal Epsilon 0. Epsilon 0 findet man, ich könnte das jetzt abtippen oder halt entsprechend Shift, Konstante, Universalkonstanten, und da ist das Epsilon 0 die 4, und dann entsprechend mal Klammer auf 5,29 mal 10 hoch minus 11 Klammer zu, Quadrat dran, und dann schauen wir mal, wenn ich gleich sage, was da Schönes rauskommt. Und da habe ich minus 8,22 mal 10 hoch minus 8 Newton. Gut, zweimal unterstreichen, fertig. Schauen wir uns mal die nächste Aufgabe an. Taschenrechner zur Seite legen und das hier mal ein bisschen hier rüberlegen. So, dann
Hier unten fängt es an. Im Unterricht soll die Kraft, also es geht um Experiment, zwischen zwei identischen geladenen Metallkugeln mit Durchmesser 2 cm untersucht werden. Dazu werden der Abstand R der Kugelmittelpunkte und die Spannung U, die zum Laden der beiden Kugeln verwendet wird, verändert und mit einem Kraftsensor der Kraftbetrag F auf eine der beiden Kugeln gemessen. Es ergeben sich die Messwerte in der Tabelle. Zunächst wird bei konstanter Spannung der Zusammenhang zwischen dem Kraftbetrag F und dem Abstand R untersucht. Aha, dazu hat man hier eine Messreihe. Hier oben ist die Tabelle. Hier ist nochmal der Versuchsaufbau und hier wurden schon ein paar Werte eingetragen. Jetzt soll man begründen, mithilfe der gegebenen Messwerte, dass F und R nicht indirekt proportional zueinander sind. Indirekt ist hier ein interessantes Wort. Normalerweise würde man ja sagen, F ist vielleicht proportional zu R. Das Ganze überprüft man dadurch, dass man den Quotienten bildet. Das heißt, F durch R meinetwegen. Und der muss für alle Messwerte gleich sein. Damit würde ich zum Beispiel nachweisen, ob etwas proportional ist. Aber wir sollen ja nicht nachweisen, dass es proportional ist. Wir sollen ja gucken, ob es indirekt proportional ist. Indirekt proportional heißt, dass es sozusagen vom Kehrwert her proportional ist. Also das im Prinzip gilt F proportional 1 durch R. Gut. Wenn ich das jetzt stumpf hier wieder übersetze, würde das bedeuten F durch 1 durch R. Und das kann ich auflösen nach F mal R. Weil ich das ja hier hochbringen kann, indem ich hier unten den Bruch drehe. Das heißt, ich gucke jetzt nach der Produktgleichheit. Das heißt, ich suche mir jetzt zwei Messwerte aus, multipliziere die und guck mal, was dabei rauskommt. So, dann sage ich mal Messwert 2 und Messwert, sagen wir 4, ist im Prinzip auch wurscht, welche 2 man jetzt nimmt. Da wäre es jetzt 3,3 für F, 3,30 mal 6,0 und bei der 4 habe ich 1,23 mal 10,0. So, da bemühe ich jetzt den Taschenrechner. 3,3 mal 6 ist hier 19,8. Für das nächste brauche ich keinen Taschenrechner, das sind 12,3. Und das bedeutet, gut, hier habe ich jetzt die Einheiten weggelassen, aber kann man in dem Fall machen, weil es jetzt wirklich nur darum geht, ob die Produkte gleich sind. Und die sind noch nicht mal in der Nähe. Das heißt, ich habe hier keine Produktgleichheit. Und damit ist es nicht indirekt proportional. Na, so. Damit wäre diese Aufgabe erledigt. Gehen wir mal weiter. Um den Zusammenhang von F und R genauer zu untersuchen, ist obenstehendes, also das da, noch unvollständiges Diagramm erstellt worden. Berechne die Werte für 1 durch R². Tja, das klingt so schwer danach, dass man da was ausrechnen muss. Ist jetzt eigentlich nicht schwierig. Das heißt, ich habe die ersten 5 Messpunkte schaue ich mir an. 1, 2, 3, 4, 5. Bei dem ersten ist es 1 durch
r² 1 durch 0,04 zum Quadrat. Und jetzt kommt auch was Vernünftiges raus, weil immer die Einheiten, sonst geht es euch wie mir gerade eben, die Einheiten mitschleppen, weil ich muss halt immer in den SI-Einheiten rechnen, das heißt nicht Zentimeter, sondern Meter, damit ich dann hinterher auch vernünftige Werte rausbekomme. So, und das Ganze mache ich jetzt auch für die nächsten. Da habe ich das jetzt im Prinzip schon vorbereitet, dann geht das ein bisschen schneller. 156, immer wieder 1 durch entsprechend r². 144,4. So, was sagt mir das Ganze? Naja, dass ich erstmal die fehlenden Messwerte eintragen kann. Die 44,4 habe ich hier. Die 100 scheinen zu fehlen. Die 100 sind bei 1,23. Dann versuche ich das mal einzuzeichnen. Das müsste hier so ungefähr sein. Und dann habe ich die 156 hier und die 278, 200, 20, 40, 60, 78, das ist hier irgendwo. Und die 278, die liegt bei, das ist Messwert 2 und das ist 3,3. Die 3,3, die liegt hier ungefähr, also sind wir hier irgendwo daheim. So, und so weit, so gut. Jetzt kann ich versuchen, da eine Gerade anzunähern. Man sieht, die meisten Punkte liegen auf der Geraden. Und wenn man mal von dem Messwert 1 absieht. So, und jetzt soll man unter Bezugnahme auf das Diagramm angeben, was zwischen f und r vermutet werden kann. Naja, hier ist f, hier ist 1 durch r². Das heißt, aus dem Diagramm, insbesondere der dort gesehenen Gerade, ergibt sich, dass f offensichtlich proportional zu 1 durch r² ist. Und damit ist auch diese Aufgabe gelöst. So, jetzt kommen so ein paar doofe Ankreuzaufgaben. Und zwar, die Nummer 4 ist relativ einfach. Was ist richtig? In jedem Punkt wirkt auf das positiv geladene Teilchen eine elektrische Kraft in Richtung der Feldlinientangente. Jawohl, das ist richtig. Das positiv geladene Teilchen wirkt sich immer quer zu der Feldlinie, natürlich nicht. Aufgabe 5. Welche der unten genannten Prinzipien für elektrische Feldlinien sind richtig? Da hätten wir Feldlinien, statische Felder beginnen und enden auf Ladung. Das ist korrekt. Die Pfeile geben die Kraftrichtung auf ein Elektron an. Nein, die Pfeile geben die Kraftrichtung auf eine positive Probeladung an. Das wäre richtig. Feldlinien statischer Felder können auch ringförmig geschlossen sein. Nein, das gilt nur für magnetische Felder. Da sind die tatsächlich ringförmig geschlossen. Aber ein elektrisches Feld ist ein sogenanntes Quellenfeld. Das heißt, die starten und enden auf den elektrischen Ladungen. Das sind nämlich die Quellen. Feldlinien schneiden sich nicht. Das ist korrekt, weil es muss ja eindeutig sein, in welche Richtung die Kraft wirkt. Das heißt, Felder können sich überlagern und tun sich dann praktisch zu einem Kraftpfeil summieren. Laufen zwei Feldlinien dichter zusammen, so wird dort die Feldstärke größer. Ja, das ist korrekt. Gut. Weiter mit vielen schönen Ankreuzaufgaben. Die Aufgabe Nummer 6.
Welche Aussagen kann man im Feld im Inneren als idealen Plattenkondensators machen? Die Feldlinien haben alle den gleichen Abstand. Ja, weil das Feld ist ja homogen. Die elektrische Feldstärke ist überall gleich groß. Ja, es ist ja ein homogenes Feld. Homogen heißt überall gleich groß. Und das wird durch den gleichen Abstand der Feldlinien sozusagen grafisch gezeichnet. Die Feldlinien sind alle parallel. Ja, deswegen ist es ja homogen. Die Plattennähe sind die Faltlinien größer als in der Mitte zwischen den Platten. Nein, dann wäre es ja nicht mehr homogen. Die elektrische Kraft auf eine Probeladung hat überall die gleiche Richtung. Yep, das ist die Konsequenz, wenn alles homogen ist. Aufgabe 7. Was kann man aufgrund des Feldlinienbildes über den blauen Körper aussagen? Hier sieht man, hier gehen die Pfeile hin, aber nur an die Enden. Das heißt, der scheint an beiden Seiten negativ geladen zu sein. Okay, was wird hier angeboten? Er ist negativ geladen. Jo, haben wir ja eben festgestellt. Es ist kein elektrischer Leiter. Richtig, sonst hätten die Ladungsträger, also sprich die Elektronen, sich hier gleichmäßig verteilt. Deswegen ist es eben kein elektrischer Leiter. Und damit ist das richtig. Es ist kein elektrischer Leiter. Positiv geladen ist er nicht. Ungeladen ist er auch nicht. Und elektrischer Leiter ist er auch nicht. Also haben wir das doch schon. Aufgabe Nummer 8. Er ist positiv geladen. Also, das erstmal hier angucken. Wir haben hier gehen die Pfeile hin. Also ist er an diesem Ende negativ. Und hier gehen die Pfeile weg, also ist er an diesem Ende positiv. Das scheint ein Dipol zu sein, weil er an einer Seite positiv und hier unten negativ ist. Schauen wir mal, er ist positiv geladen. Nein, er ist nahezu ungeladen. Die Anzahl der Pfeile, die weggehen und hingehen, ist ungefähr gleich. Es ist kein elektrischer Leiter. Das ist korrekt, es ist kein elektrischer Leiter. Es ist ein elektrischer Dipol, jawohl. Es ist ein elektrischer Dipol. Und er ist negativ geladen, ist dann falsch. So, dann schauen wir auf der nächsten Seite mal weiter. Gut, wieder eine Ankreuzaufgabe. Was kann man aufgrund des Feldlinienbildes über die beiden Ladungen aussagen? Gut, wenn man genau hinguckt, sieht man, hier gehen Pfeile weg, hier gehen auch Pfeile weg. Und wenn da Pfeile weggehen, dann sind die offensichtlich positiv. Sieht man auch, dass die gleich geladen sein müssen, weil sich die Feldlinien hier gegenseitig so wegdrücken. Auf der linken Kugel sitzt eine größere Ladung als auf der rechten. Offensichtlich, weil hier mehr Feldlinien abgehen. Also, jawohl, das muss richtig sein. Dann, die beiden Kugeln haben entgegengesetzte Vorzeichen. Nein. Auf der linken Kugel sitzt eine kleinere. Nein. Also, dann über das Ladungsverhältnis kann man keine Aussage machen. Stimmt auch nicht. Die beiden Kugeln haben gleiches Vorzeichen. Jawohl, das ist richtig. Dann haben wir eine Gewitterwolke. Die ist an der Unterseite positiv geladen, also hier Plus. Und zwischen der Wolke und dem Erdboden einen luftgefüllten Plattenkondensator. Zwei gegenüberstehende Metallplatten. Das kann man im Prinzip als Kondensator betrachten. Hier mit zwei Metallplatten, die gegenüberstehen. Und mit einem gewissen elektrischen Feld. Okay, und jetzt ist als erstes ergänze die Zeichnung mit den Feldlinien. Also, wenn das ein Plattenkondensator ist, haben wir ein homogenes Feld. Und dazu, gerade sieht anders aus. Gut, ist auch ein bisschen knifflig hier. Ich habe hier natürlich, was man im Video nicht sieht, dieses blöde Stativ hier, wo ich drum rumfassen muss. Deswegen ist es nicht ganz so hübsch. Und so sieht ein homogenes Feld aus. Also die Abstände sollten ungefähr alle gleich groß sein.
abmessen, wäre es natürlich noch schöner geworden. Wenn ich hier jetzt überall, was weiß ich, einen Zentimeter abgemessen hätte, was weiß ich, hier einen Zentimeter oder so, dann wäre es wirklich gleichmäßig geworden. Aber ich will ja das nur mal so im Groben demonstrieren. Dann außerdem, ja, ist natürlich ein Georg-Dreieck mit Beschriftung durchaus hilfreich, aber ich habe meins leider irgendwo verlegt und deshalb muss ich jetzt hier mit klarkommen. Für eine echte Klausur sollte man natürlich besser vorbereitet sein, ein anständiges Geodreieck haben und ja, auch gucken, dass der Taschenrechner die Batterien in Ordnung sind und. Gut. Meinetwegen hier das auch mit Bleistift zeichnen. Ist vielleicht auch ganz hilfreich, wenn man sich vertut. So, jetzt haben wir hier angefangen. Jetzt fehlt noch dieser komische Turm. Der Turm soll... Tja, aus was ist der Turm? Das soll wahrscheinlich aus Metall sein. Das ist nämlich jetzt eine sehr spannende Frage. Das ist in der Aufgabe gar nicht verraten. Wenn er aus Metall ist, dann müssen natürlich die Fettlinien hier senkrecht stehen. So im Wesentlichen. So ungefähr sollte es aussehen. Und wenn er aus Metall ist, müssen die Feldlinien, wie gesagt, hier auf der Oberfläche, auf der Metalloberfläche senkrecht stehen. Na komm. So. Berechne die Spannung zwischen Wolke und Boden. Und dafür ist jede Menge Platz. Und ich fürchte, diesen Platz wird man nicht brauchen, weil das alles ein bisschen einfacher ist. Und zwar ist die Formel, die man kennen muss, E ist gleich U durch D. Und gut, ich will U haben, also muss ich es umstellen. U ist gleich E mal D. Und E war gegeben. E war 1,5 mal 10 hoch 5 Volt pro Meter. Das ist schon im Prinzip die richtige Einheit. Ich habe Volt und ich habe Meter. Jetzt brauche ich D in Meter und hier steht 200 Meter ist das Ding hoch. Gut, jetzt kommt der Part, wo man den Taschenrechner bemüht. 1,5 mal 10 hoch 5 mal 200 und ich habe 30 mal 10 hoch 6. 30 mal 10 hoch 6 Volt. Oder ich sage Megavolt. Gut, das Mal ist natürlich hier Quatsch. Mache ich es nochmal. 30 Megavolt. So. Zweimal unterstreichen. Fertig. Gut. Nächste. Wichtig ist immer noch mal gucken, dass ich auch wirklich alles gemacht habe, was in der Aufgabe verlangt war. Ein kleines kugelförmiges Nebeltröpfchen mit 2 cm Durchmesser schwebt bei Windstille im Raum zwischen Wolke und Erde. Oh, das klingt schwer nach Millikan. Nur halt mit einem Wassertropfen. Berechne die Ladung, die auf dem Tröpfchen ist, beziehungsweise die sich auf dem Tröpfchen befindet. Naja, Kräftegleichgewicht, hier ist das Tröpfchen, hier ist die elektrische Kraft, hier unten ist die Gewichtskraft, also F elektrisch gleich F Gewichtskraft, F
elektrisch ist Q mal E und das ist M mal G und damit ist Q nichts anderes als M mal G durch E. Jetzt habe ich aber ein Problem. Ja. Und das Problem ist, dass ich die Masse nicht habe. Dafür habe ich die Dichte und 2 mm Durchmesser. Also sieht die ganze Sache wohl so aus, dass ich die Dichte bemühen muss. Von Wasser. Wasser. So, die Dichte von Wasser ist natürlich die Masse durch das Volumen. So. Masse, Volumen von der Kugel. 4 Drittel Pi R hoch 3. Ups, hoch 3. So, gut, jetzt kann ich es zusammenbauen. Also, Q ist die Masse. Die Masse ist 4 Drittel Pi R hoch 3. Dann das Rho. Mal G. Durch die 3 haben wir ja schon und das E nicht vergessen. So, jetzt darf ich einsetzen. 4 Pi R. R ist 1 mm. Ja, weil hier ist der Durchmesser. Ich brauche aber den Radius. Mal 10 hoch minus 3, weil ich brauche den ja in Meter, mal das Rho ist, oh, das muss ich auch umrechnen, in Kubikmeter, dann ist es 100, aha, dann muss ich da 3 Nullen dranhängen, wenn ich Kubikmeter haben möchte. Und zwar auch noch Kilogramm pro Kubikmeter. Kilogramm mal 1000. Und beziehungsweise mal 1000stel, um genau zu sein. Und hier muss ich mal 1 Million. Also bleibt, weil es sind ja Zentimeter und Zentimeter, das heißt, ich habe hier 1 × 10³. Kilogramm pro Kubik, weil Zentimeter ist ja 100. 100 Zentimeter sind ja 1 Meter, aber hoch 3. Daher kommt die Million. Gut, und das mit der 1000 verrechnet, bleibt mal 10 hoch 3 übrig. So. Dann habe ich das gemeistert, dann noch meine mal 9,81. Ich sage jetzt mal, na gut, machen wir es genau, 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat. Und 3 mal E. E war doch auch irgendwo gegeben, wenn mich nicht alles täuscht, waren das die 3, Quatsch, die 1,5 mal 10 hoch 5 Volt pro Meter.
So, jetzt darf ich den Taschenrechner bemühen. Ein ganz großer Bruch, 4 mal Pi mal 10 hoch minus 3. Die 1 spare ich mir jetzt. Mal 10 hoch 3, das hebt sich eigentlich gegenseitig auf. Das in Taschenrechner einzutippen, ist jetzt ein bisschen sinnlos, weil das würde sich ja gegenseitig sowieso wegheben. 9,81 durch 3 mal 1,5 mal 10 hoch 5 ist gleich. Und dann haben wir 2,7, sagen wir 4, mal 10 hoch minus 4. So, was ist es? Na ja, ganz einfach Coulomb. Gut. Damit wäre die Aufgabe erledigt. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Erkläre, was ist Influenz und Polarisation? Influenz war die Eigenschaft von einem Leiter. Und zwar, wenn hier zum Beispiel etwas Positives in der Nähe ist, ist der Leiter, der sagen wir mal, überall normalerweise Plus und Minus hat und das gleichmäßig verteilt, dann würden sich die Negativen sozusagen hier sammeln. Das heißt, der wäre auf dieser Seite negativer und auf dieser Seite positiver. Und zwar deshalb, weil sich innerhalb des Leiters, deswegen Eigenschaft von Leitern, sich die negativen Ladungsträger frei bewegen können. Daher so. Nennt sich Influenz. Influenz. So, dann Polarisation ist eine Eigenschaft von Nichtleitern. Nichtleiter. Und zwar minus plus, wenn hier wieder was Positives wäre. Ups. Normalerweise wäre der neutral, ist er eigentlich immer noch, aber das Ganze teilt sich so auf, dass hier sozusagen kleine Dipole entstehen, die alle entsprechend mit dem negativen Pol hier ausgerichtet sind. Und dadurch ziehen die sich jetzt gegenseitig an. Das Ganze kann man zum Beispiel bei, das nutzt man aus bei Grießkörnern. Damit, mit Grießkörnern kann man ja elektrische Felder sichtbar machen. Die werden auf diese Art und Weise polarisiert und richten sich dann entsprechend aus. Und bilden dann im Prinzip hier so kleine Ketten. Dann würde sich hier das nächste Grießkörnchen dran setzen und so weiter. Also Polarisation. Gut, dann hätten wir das abgeschlossen. Elementarteilchen mit elektrischer Ladung sind... Elektronen würde ich mal behaupten wollen. Gleichartige Ladungen stoßen sich ab. Im Kupferdraht sind beweglich, ist ein Leiter. In Leitern sind immer die Elektronen beweglich und sonst nichts. Atomkerne bestehen fast immer aus Protonen und Neutronen. Ausnahme wäre zum Beispiel das Wasserstoffatom, das ist ein einzelnes Proton. Eine verbrauchte leere Batterie enthält immer noch genauso viele wie eine volle. Die werden ja nicht weniger, die werden ja nicht verbraucht. Es gilt ja die Ladungserhaltung. Die Ladung bleibt immer gleich, die fließt halt nur. Also sprich die negativen Ladungsträger, die fließen eben vom Minuspol zum Pluspol. Für einen geschlossenen Stromkreis gilt,
Ja, die Elektronen bewegen sich, weil es ist ein Leiter und in dem Leiter bewegen sich Elektronen und sonst nichts. Und dann geht es auch schon dem Ende zu. Für einen geschlossenen einer Taschenlampe gilt, die Ladungsträger fließen von Minus der Batterie zum Plus der Batterie. Das ist korrekt. Das andere ist Quatsch. Eine zunächst neutrale Experimentierkugel aus Metall wird positiv aufgeladen. Die geladene Kugel enthält jetzt mehr Protonen als vorher. Kann nicht sein. Mehr Elektronen kann auch nicht sein. Das letzte muss es sein, weil durch das positive Aufladen hat man ja Elektronen runtergenommen. Das heißt, man hat jetzt weniger Elektronen als Protonen. Die 22. Wir sind auf der Zielgeraden. Welche Aussagen kann man über das Feld zwischen zwei unterschiedlich geladenen Platten machen? In Plattennähe sind die Feldkräfte größer als in der Mitte. Nein, die elektrische hat überall die gleiche Richtung. Ja, es ist im Prinzip ein homogenes Feld. Und damit ist auch das letzte richtig. Die elektrische Feldstärke ist überall gleich groß. Wo bist du vor einem Gewitter sicher? Unter einer Buche? Mit Sicherheit nicht. In einem Auto, weil Faradayscher Käfig, und in einer Ritterrüstung, Kettenhemd, Stahlhelm, Kettenhose. Jawohl, das ist ja auch ein Faradayscher Käfig. Und damit ist das Ganze fertig.